war eine Mischung aus Kreditbetrüger und frühem Humanisten. Er war ein nerviger, protestantischer Sturkopf und ein Förderer der Naturwissenschaften. Er raubte Klöster aus und ließ sich in Jerusalem zum Ritter schlagen. Er war auf spiritueller Erkenntnissuche und legte sich mit der Kirche an. Ott Heinrich. Die Pest, spanische Soldaten und seine extremen Schulden verschlugen ihn Mitte des 16. Jahrhunderts für ein paar Jahre nach Weinheim. Vorher lebte er in seinem riesigen Schloss in Neuburg an der Donau. Später wurde er ein mächtiger Fürst in Heidelberg. Die andere Person in unserer Geschichte heißt Johanna Wittmerin. Sie war eine heilkundige Witwe, die Medikamente und Salben herstellte. Sie stand in Diensten des schwerkranken Prinzen Ott Heinrich und hatte sich dadurch einen kleinen, bescheidenen Wohlstand erarbeitet. Dennoch wurde sie von ein paar abergläubischen Bürgern wegen Zauberei eingekerkert. War sie Weinheims letzte Hexe? Wird sie sterben? Ave Maria. Ich befinde mich in Weinheim, direkt vor dem Roten Turm. Hier befindet sich ein Kerker, in dem Menschen gefangen gehalten wurden. Man nennt ihn Angstloch. Denn er ist nichts anderes als ein tief in der Erde gegrabenes Loch. Die Gefangenen wurden in die Dunkelheit hinabgelassen und konnten dann zwischen Ratten und feuchter Erde vor sich hin vegetieren. Für die einfachen Menschen war das Leben im Odenwald sehr hart. Sie lebten mitten in der kleinen Eiszeit. Es war kalt und die Ernten der Bauern waren karg. Dazu war die Pest ausgebrochen. Der Tod war demnach überall und stets präsent. Ein Mensch wurde damals durchschnittlich 28 Jahre alt. Am 22. Mai 1551 kamen einige Menschen hierher, denn ein aufregendes Gerücht hatte sie mitten in ihrem eintönigen Leben erreicht. Im Kerkerturm soll zum ersten Mal eine echte Hexe eingesperrt gewesen sein. Na, da gehen wir doch mal hinein. Ott Heinrich kam im Jahr 1547 nach Weinheim, weil ihm das Schloss und das Karmeliterkloster so gut gefielen. Außerdem hatte Ott Heinrich hier einen Kumpel in Weinheim, nämlich den Philipp von Ulna. Mit dem hatte er schon als Jugendlicher eine Pilgerreise nach Palästina ins Heilige Land gemacht, wurde dort zum Ritter geschlagen. Er hat dann im Laufe der Zeit angefangen, alles Mögliche zu sammeln. Bücher, Gemälde, Statuen, Pferde, Waffen. Aber immer nur das Beste vom Besten. In ganz Europa hat er die schönsten Sachen gekauft, hat sie aber nicht bezahlt. Und eines Tages sind 600 Gläubiger auf dem Schloss in Neuburg aufgetaucht und wollten Bezahlung haben für ihre schönen Waren, die sie ihm geliefert hatten. Mit Hilfe spanischer Truppen hat man dem Ott Heinrich dann sein ganzes Schloss weggepfändet und die ganzen schönen Sachen, denn er konnte seine Schulden nicht bezahlen. Und so musste er irgendwo Asyl suchen. Und da bot sich natürlich sein Onkel Friedrich in Heidelberg an. So ist er hierher in die Kurpfalz gekommen. Er lebte 5 Jahre im Karmeliterkloster und im Schloss. Sein Onkel, Friedrich II., war Fürst und residierte in Heidelberg.
Und auch wenn beide ein gutes familiäres Verhältnis hatten, ging Friedrich II. Die teuren Investitionen seines Neffens so ziemlich auf die Nerven. Und dann wollte er mit einem Trick seine ganzen Schulden begleichen. Er hat nämlich aus dem ganzen Reich Alchemisten hierher kommen lassen. Die sollten für ihn den Stein der Weisen finden, damit Gold herstellen, und damit wollte er seine Schulden bezahlen. Otto Heinrichs Alchemist entwickelte zusätzlich, wie das damals üblich war, Medikamente. Und diese benötigte er wegen seiner gesundheitlichen Probleme. Er litt an Rheuma, an Asthma und Wassersucht. Es war so schlimm dann auf dem Heidelberger Schloss, dass er am Ende nicht mehr gehen konnte. Otto Heinrich hatte also zwei Probleme: seine Finanzen und seine Gesundheit. So plagten ihn extreme Schulden, welche ihn dazu brachten, im Weinheimer Karmeliterkloster ein alchemistisches Labor einzurichten, um Gold herzustellen. Für die Medikamente hatte der Alchemist Hilfe. Johanna Wittmerin verdiente sich nämlich ein kleines Vermögen, indem sie ihm ihre Heilkenntnisse zur Verfügung stellte. Thymian mit Salbei verwendeten sie beispielsweise gegen Husten und steckte die Mischung dann in Otto Heinrichs Asthmasäckchen, das trug er immer um seinen Hals. Oder aus der Wurzel der Brennnessel stellten sie eine Salbe gegen sein Rheuma her. Und Johanniskrauttee verwendete sie gegen düstere Gedanken. Immer mehr Menschen im Dorf haben Pestflecken auf der Haut. Wie wäre es, wenn wir Quecksilbersalbe mischen? Die könnten wir den Leuten zum Einreiben geben. So viel Salbe können wir nicht herstellen. Und außerdem brauche ich das Quecksilber für die Experimente zur Goldherstellung. Die Experimente kannst du dir sparen. Ohne den Stein der Weisen wirst du es nicht schaffen, Gold herzustellen. Und den wirst du niemals finden. Tja, sag das unserem Prinzen da oben. Wenn der nicht so verschwenderisch leben würde, müssten wir hier kein Gold herstellen. Was machst du da eigentlich? Ich mache eine Kräutermischung für unseren Prinzen. Die Zofe kommt gleich und holt sie ab. Wie geht's ihm? Er hat mal wieder Schmerzen. In den Gelenken. Hier hast du eine Mischung aus Brennnesselblättern, Salbei und Thymian. Damit kochst du einen Sud, verteilst ihn auf Tücher und machst daraus Verbände. Die legst du ihm dann auf seine Gelenke. Das wird Linderung bringen. Er kann bald nicht mehr laufen. Sie haben eine Kuhwaage besorgt, um ihn zu wiegen. Um das Gewicht zu ermitteln für den Wagenbauer, der seine Sänfte bauen soll? Ja, und hoffentlich bezahlt Otto Heinrich diesmal die Rechnung. Ja, hoffentlich. Die wohlhabende Witwe wurde den Gerbern und Bauern langsam unheimlich. Es gingen Gerüchte umher. Man munkelte, ihr Mann hätte einen bitteren Tee kurz vor seinem Tod zu sich genommen. Andere sagten, er wäre auf ganz natürliche Art und Weise verstorben. Seit einiger Zeit wurde sie Unholde genannt. Unholde war damals ein böses, lästerliches Wort für Hexe. Und ihr wurde vorgeworfen, sie hätte die Lungen satansgeweihter Kinderleichen zu Pulver verarbeitet und dieses im Nebel verstreut. Das hätten die Pest in Weinheim ausgelöst. Und so wurde sie denunziert und festgenommen. Jedoch noch nicht verurteilt. Hexenurteile waren nicht willkürlich. Sie hatten eine Grundlage. Hier in meiner Hand halte ich ein böses Buch, den Hexenhammer. Er war wenige Jahrzehnte zuvor in Speyer erschienen, ein Bestseller damals, eine Art Lehrbuch für den Umgang mit Hexen. Die darin beschriebene Strafe für Hexerei: Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Die Frauen und Männer, die sich den darin beschriebenen qualvollen Hexenprozessen unterziehen mussten, hatten keine Chance. Ein Geständnis war die einzige Möglichkeit, die Quälerei der Folter durch den eigenen Tod zu beenden.
Es gab mutige Menschen, die gegen Hexenprozesse vorgingen. Das war jedoch sehr gefährlich. Weltliche Gerichte und Teile der abergläubischen Bevölkerung setzten Kritiker des Hexenhammers schnell dem Vorwurf der Gotteslästerung aus, was ein sicheres Ende auf dem Scheiterhaufen bedeutete. Übrigens, die Kirche war damals gegen die Hexenprozesse. Zurück zu unserer Geschichte. Der Prinz, der von der Heilkunst der Witwerin wusste, suchte einen Ausweg, der Witwe zu helfen. In einem Gespräch mit seinem Onkel kamen die beiden auf eine Lösung, die sie nicht in Gefahr brachte, ebenfalls der Hexerei angeklagt zu werden. Kümmert euch die Witwerin. Warum wollt ihr sie frei bekommen? Ach Onkel, ihre Salben und Kräuter sind das Einzige, was mir hilft gegen meine Leiden. Wegen eurer Atemnot? Hm. Wegen meiner Atemnot, aber auch wegen meiner Gelenke. Lasst mich überlegen. Ich hab's. Ich weiß, wie wir sie aus dem Verlies bekommen, ohne dass der Hexenhammer sie und uns trifft. Wir unterbinden die Anklage und beziehen uns auf die Carolina. Friedrich II. Meint mit Carolina die Constitutio Criminalis Carolina, das erste deutsche Gesetzbuch, welches unter Karl V. entstand. Darin hieß es unter anderem, dass niemand wegen Hexerei angeklagt werden dürfe, bei dem Personenschaden durch Zauberei nicht direkt nachweisbar sei. Und Friedrich argumentierte folgendermaßen: Die Pest ist ein allgemeiner und großflächiger Schaden und könne somit nicht auf die Witwerin persönlich bezogen werden. Unser gnädiger und hochgeborener Fürst Friedrich erlässt: Die Johanna Widmerin, Frau des verstorbenen Domenicus Widmer, ist hiermit freigesprochen. Anklage wegen Zauberei wird nicht gegen sie erhoben. Ein Wärter las die Aufhebung des Kerkerbefehls vor und die Widmerin kam frei. Als Friedrich II. Starb, wurde Ott Heinrich 1556 Kurfürst. Er führte das Luthertum ein, förderte die Wissenschaft und verpflichtete angehende Mediziner zum Sezieren von Leichen. Ott Heinrich war, wie gesagt, an allen Wissenschaften interessiert und vor allem Bücher. Da war er ein manischer Sammler und er war einer der ersten Fürsten, der diese Bücher für die Allgemeinheit zugänglich machte. Vor ihm war ja Bildung oder vor allem Bücher praktisch nur für den Adel und den Klerus da. Die normalen Bürger konnten natürlich nur selten lesen, aber Ott Heinrich hat die Bücher einfach in Heidelberg in der Heilig-Geist-Kirche ausgestellt auf den Emporen. Und so konnten auch die, die nicht lesen konnten, die Bücher wenigstens mal in die Hand nehmen oder die Bilder anschauen, haben überhaupt mal einen Eindruck davon bekommen, was Bildung ist, was Bücher sind, was Texte sind, was Lesen ist und vieles andere. Die ersten Bücher wurden gestohlen. Ott Heinrich ließ sie dann an den Kirchenbänken anketten, damit sie nicht ständig verschwanden. Und so hatte er dann in Heidelberg seine berühmte sogenannte Bibliotheca Palatina. Als er hierher kam, war ja das Schloss noch im Bau, also im Rohbau fast. Und so hat er dann die Inneneinrichtung vervollständigt, hat das Schloss mit wunderschönen Bädern und anderen Bequemlichkeiten ausgestattet. Er hat in der Zeit im alten Karmeliterkloster gegenüber vom Schloss gelebt
Und er hat auch begonnen, das Markthaus am Marktplatz zu bauen, also das alte Rathaus. Da hat er also auch einiges geleistet, überhaupt in Heidelberg dann in seiner letzten Zeit dann als Kurfürst, hat er diesen wunderschönen Ott-Heinrichs-Bau errichten lassen. Er hat dessen Fertigstellung nicht mehr erlebt, aber das Gebäude, von dem fast nur noch die Fassade übrig ist, gilt heute als die schönste Renaissance-Fassade nördlich der Alpen. Er herrschte nur 3 Jahre, denn er starb mit 57 Jahren an Rheuma und Wassersucht. Unter seiner Herrschaft gab es keine einzige Hexenverbrennung. Und die Widmerin? Tja, schwer zu sagen, ob die Weinheimer enttäuscht oder vielleicht auch erleichtert waren, als die Widmerin freigelassen wurde. Viel wissen wir nicht von ihr. Da es keinen Prozess gab, sind Aufzeichnungen nicht vorhanden. Manche sagen, sie sei mit dem Alchemisten nach Florenz gegangen. Andere meinen, sie hätte ihre Gestalt gewandelt und würde noch immer hier leben. Aber wer weiß das schon so genau? Er war andersrum. Stopp! Ja, nein! Alle, jetzt rasen wir aber durch hier. Hä? Warum denn gleich so?